Leute, ich bin wieder da. Ich habe mein Haus mittlerweile schon mal ein bisschen verändert in der Nacht, weil ich konnte ja nichts großartig machen. Deswegen habe ich jetzt hier so ein bisschen Holz lang gezogen. Ja, und wir gehen jetzt auf Schafjagd, weil ich würde mir am liebsten ein Bett machen. Ja, und solange haben wir das. Also, mal gucken hier nach Schafe. Wir können ja mal schwimmen gehen. Hängt schon wieder ein bisschen, aber ist ja kein Problem für mich. So, da hinten haben wir noch ein schwarzes. Zwei weiße. Ja, so können wir uns ein Bett holen. Okay, hier läuft uns schon gleich eins im Weg rein. So. Das schwarze töten wir auch gleich mal noch. Essen. Wolle. Okay. Und das Schwarze. Das Weiße. So, gehen wir wieder hoch. Können wir nochmal das Weiße uns vorknöpfen und da drüben haben wir noch ein Weißes und noch ein Graues. So, da unten haben wir Kohle. Mal runterfallen. So, haben wir es auch gleich geschafft. So, und ich habe mir hier schon mal den Weg gebaut, weil da fällt meine Spitzhacke. Ist ja auch gleich im Arsch. So, können wir uns hier schon mal wieder hoch. So, zum Hochlaufen, genau. So, irgendwo waren doch jetzt hier auch noch Schafe gewesen. So, und ich habe jetzt schon die neue Version drauf und hier ist... Nee, okay, hier geht's noch nicht. Weil mit der, auf der neuen Version kann man mit den Schwertern keine Blöcke mehr abbauen. Das geht dann einfach nicht mehr. So. So, wie viel haben wir denn zum Essen? Naja. Ich werfe immer so gerne Hühnereier. Am besten ist es auf dem Server, wenn beide Survival spielen, kann man ja andere Leute abwerfen. Ja. So, ich baue mir jetzt mal hier noch ein Bett. Ja, und dann muss ich auch schon wieder die Folge beenden. So schnell ist es auch schon wieder um. So, nehmen wir mal noch schnell hier hoch. So. Ja. Baum, Hand. Normal. Hier. So.
So. So, und unser Bett ist fertig. So, wir stellen es jetzt einfach mal hier hin. So. Ja, und das war's für diese Minecraft-Folge, Teil 3. Wir sehen uns im nächsten, wo auch der Garten dann kommt. Bis dahin sage ich, ciao, ciao, euer Crafter P.